So, wir schreiben Samstag, den 3. September. Heute ist jetzt der Samstag, also endlich jetzt kann ich zur IFA los, es ist 15.16 Uhr. Ja, bemerkt, stimmt, 15.16 Uhr und ich muss jetzt so fahren, um auf die IFA zu kommen. Naja, mal gucken, ob das klappt, ob ich pünktlich 16 Uhr da bin. Und ja, dann habe ich wenigstens noch 2 Stunden Zeit, um wenigstens mal der IFA ein bisschen was zu gucken. Naja, morgen dann den ganzen Tag immerhin. Habe heute Abend noch eine Betreuung, morgen wie gesagt den Abbau und dann endlich den ganzen Tag lieber. Aber ich glaube auch für 2 Stunden lohnt sich und ich hoffe, ich treffe den Felix oder den Alexi. Wäre saugeil. Gut, ich mache jetzt auf den Weg. Ich muss irgendwie gucken, wie ich mein Kamerazeug zusammenpacke, weil alleine ist dann doch eine ganze Menge Stuff. Ich glaube, ich werde immer eine Kamera mitnehmen, mein Stativ und das war's dann auch schon. Also jetzt die Tontasche diesmal nicht. Ich guck mal, wie ich das so manage. So, ich habe jetzt irgendwie ganz schnell das gelöst. Ich habe jetzt einfach meine Tontasche. Schaut mal. So. In meinen Rucksack reingepackt, noch was zu trinken, jetzt ist kein Platz mehr hier drin. Und ich werde dann einfach meine große Kamera irgendwie, keine Ahnung, auf Stativ schon raufpacken und das Stativ so an der Seite nehmen und ist eine ganze Menge für einen alleine, aber naja, muss gehen. So vollgepackt wie ich bin, werde ich auf jeden Fall meine Vlog-Kamera hier lassen. Ich habe nämlich das Stativchen hier, was ich mitnehmen muss, mit der Mütze oben drauf. Das ist clever, also da kennt man die Kamera nicht sofort und die ist geschützt. Und ich habe halt den dicken Rucksack, naja, das ist mir sonst zu viel, wenn ich die jetzt auch noch mitschleppen muss, weil der ist nämlich voll und trinken nehme ich dann doch lieber mit als die Kamera, das ist wichtiger. Ja, läuft ja richtig gut. Ich habe schön zu Hause meinen DEC-Controller vergessen für meine Kamera, sonst hätte ich gar nicht steuern können. Oh, naja, ich war fast schon bei der Bank, weil ich muss noch Geld tun, sonst kann ich mir die Karte nicht bezahlen. Und ich sehe, dass die Belichtung übelst krank ist. Was ist denn hier los, Mensch? Automatisch und trotzdem macht das scheiße. Wie verfahre ich jetzt? Ich packe die Tontasche aus, packe nur mein Lavalier-Mikrofon ein, nehme die Kamera so mit. Da habe ich halt die Tontasche heute nicht bei, dann mache ich halt den großen Drehtag mit Divey und so weiter morgen. Das ist dann besser, dann kann ich mir nächstes Mal die Vlog-Kamera mitnehmen. Immerhin. Achso, und ich muss natürlich jetzt hoffen, dass die IFA auch Kartenzahlung entgegennimmt, weil ich jetzt nicht mehr schaffe, Geld zu holen.